Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine werten Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Zone. Es ist soweit. Es ist soweit. Es wird, denke ich mal, sehr spannend und zugleich sehr erschreckend werden. Wir werden jetzt weiter vorausgehen und gucken uns mal ein wenig um, ne? Oh, da ist ja ein Boss. Können wir ja reingehen. Oh, Leute. Das wird natürlich super. Nachricht lesen. Viel Glück. Ja, dankeschön. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wir gehen einfach mal rein. Millennia. Da sehen wir die Frau, die so mächtig ist. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Oh ja. Genau so ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Melania. Blade of Mikala. Darf ich vorstellen, Melania. Gut, oder? Gut. Wir werden mal herausfinden, ob wir diesen Boss schaffen, das ist nämlich das Interessante. Ich denke mal, mit ihr haben wir eine sehr gute Ablenkung. Und deswegen, da müssen wir halt einfach mal gucken. Gib mir das, und dann können wir mal schauen. Die ist schon richtig böse, das hat gesessen. Ja, das hat gesessen. Ja, das sieht ganz gut aus. Kann man ein bisschen Range haben. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. No. Blade of Mikala. Ja. Wie wir sehen, ist Melania ziemlich stark. Das war ihr Schwertsturmtanz, was auch immer. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie wir das überleben sollen. Aber gut. Gucken wir mal. Wir schauen einfach mal, ob wir sie wirklich im Großen und Ganzen wegbürsten können. Wir können so bleiben, wie wir sind. Wir haben eh keine andere große Wahl, außer zu gucken, ob wir sie schaffen oder halt nun mal letztendlich nicht. Das ist die Wahrheit dahinter. Also, ich meine, es ist nicht umsonst ein extrem schwerer Kampf. Oder wie die Leute ihn halt genannt haben, dass er halt schwer ist. Was wir natürlich jetzt noch machen können, ist die Großschwertphalanx einmal dazu holen und dann können wir mal schauen. Ich glaube, wir sind zu nah dran. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ja, deswegen werden wir mal versuchen, irgendwie ein bisschen Range aufzubauen.
sieht eigentlich noch ganz gut aus. Es sei denn, sie setzt zum Tanz ein, dann wird es ein bisschen ungemütlich. Und ich denke mal, das Einzige, was wir wirklich gegen sie haben, ist halt der dunkle Mond. Und reicht es? Da sind wir in der zweiten Phase. Und jetzt kommt es drauf an, ob wir sie schaffen. Ist die Blüte. Phase 2. Wait. Scharlachrote Blüte. You will witness true horror. Now, rot. Ist sie nicht hübsch? Oh, nee, 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 nee. Jo. Weg, weg. Weg, 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 weg. Einmal Heilung. Nochmal Heilung. Mana-Trank. Und dann geht natürlich alles von vorne wieder los. Ne, nicht erst den dunklen Mond. Auf keinen Fall. Wir nehmen, wenn dann erst Terra Magica. So ist es. Und dann geht's nochmal los. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sie. Das sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Komm schon. Oh, nicht, 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 nicht. Oh, weg. Gib mir schnell Mana-Trank. Und... Millenia! Your strength. Extraordinary. The mark of a true lord. Millenias große Ruhm. Oh, dear Mikala. Oh, dearest Mikala. My brother, I'm sorry. I finally met my match. Wow, okay. Okay. Ja, Mage ist schon sehr strong, muss man dazu sagen. Das ist schon stark. Haben viele, viele Seelen bekommen. Aber ja. Wir haben es halt gemeistert. Haben wir nicht hier... Haben wir. Also sie hat halt Mechaniken, die sind einfach extrem schwer. Ne? Wir haben jetzt nur ein paar gesehen von ihr. Dabei ist in der zweiten Phase der Blütensturm, glaube ich, noch das Leichteste, muss man dazu sagen. Aber gerade die erste Phase als Nahkämpfer... Oh, Junge. Oh, Junge, Junge, das ist schon heftig. Aber zum Glück, Stufenaufstieg. Wir sind ja ein erfahrener Magier, der jetzt auch das Dunkelmondschwert tragen darf, ohne große Probleme. Und somit ist es gut. Haben wir es gemeistert. Die reine Goldnadel zurückgeben. Und wir bekommen Miquellas Nadel. Und einen uralten Drachen-Dunkelschmiedisch. So, nach dem Erfolg, worüber ich echt glücklich bin, könnten wir natürlich jetzt an der Stelle mal gucken, ob wir vielleicht irgendjemandem helfen können.
Ich meine, ich weiß es nicht, deswegen, wir müssten mal gucken. Würde sich halt quasi gesehen einfach anbieten. Ne? Wenn wir als starker Magier hier jemanden unsere Hilfe anbieten dürfen, dann bitte. Wir gehen mal eben ins Inventar. Unter, lass mich nicht lügen, Schlüsselgegenstände müsste es sein. Wir haben nämlich jetzt große Runen. Genau, da könnten wir eigentlich auch mal eben kurz gucken. Und wir werden schon in eine andere Welt gerufen. Ja, dann. So viel dazu. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie helfen können. Ist natürlich interessant. Ist natürlich interessant. Wenn es ein Tank ist, wäre es natürlich schön. Wenn es kein Tank ist, wäre es natürlich nicht so schön. Aber ja, schauen wir mal. Die Fähigkeiten muss man halt einfach lernen. Es ist halt alles eine Frage. Ja, da haben wir Nahkämpfer. Wir wurden als Gast herbeigerufen. So ist es. Ja, dann. Da laufen sie alle in ihrem Gewand rum. Ist nicht schön? Und dann gucken wir mal. Da ist er schon. Und er beginnt damit. Und dann schauen wir mal, wie wir da irgendwie ansatzweise unterstützen können. Wir fangen natürlich mit unserem Mond an, weil der halt einfach gut reinhaut. Solange sie nicht uns jetzt direkt so aufs Korn nimmt, sollte das machbar sein. Aber das sieht noch ganz gut aus. Oh, das ist nicht gut. Jetzt fängt sie nämlich an. Ja. Oh mein Gott. No. Und das ist nämlich die Problematik. Wir sind ein One-Shot. Ich glaube, hätte es irgendjemand anderen erwischt, wäre es wahrscheinlich genauso ausgegangen. Aber schade. Wir kehren in unsere Welt wieder zurück. Keine Chance. Aber es geht ja auch letztendlich darum, ich meine, der hat halt jetzt direkt zwei goldene Leute dazu geholt. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Die Bosse skalieren ja damit. So, wir haben einmal die Notizen. Wir haben eine besondere Nadel bekommen. Und ich glaube, das müsste auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Nadel sein. Achso, wo gucke ich denn? Arme, Bein, Brüste, Schlüsselobjekte. Die uns weiterhelfen kann, ne? Die goldene Nähnadel. Ja, genau. Die ist noch für unseren guten Bock und wir haben jetzt bekommen... Wo bist du denn? Also eigentlich müssten wir irgendwo die Nadel rumfliegen haben, die uns halt hilft. Dass wir uns doch von dem Bösen... von der rasenden Flamme halt nun mal letztendlich uns heilen können, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht eine Klinge ist oder irgendwas anderes. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass das die Nadel ist, die wir halt letztendlich bekommen. Oder ist es ein Talisman? Ich hatte damit gerechnet, aber... Meine Güte, wir haben noch eine Menge Talisman. Eine Menge Talismane. Muss man ja so dazu sagen. Nö, dann finden wir sie nicht. Oder ich bin einfach nur blind. Ist ja auch halb so wild. Wichtig ist, wir haben sie besiegt. Die Markierung kann weg. Durchs Portal sind wir gegangen. Natürlich mit dem Wissen geht es wieder einmal zurück zur Tafel der Gnade. Und werden uns mit Gideon unterhalten. Aber ja, dieser Wellentanz oder wie man ihn schimpft, ist halt... Oh, Junge, Junge, ist böse. So, the Halic Tree. Now but a husk. I heard speculation Mikola embedded himself in the Halic Tree. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant form. Indeed. It seems those words held weight. How vexing that the All-Knowing didn't have the full story. Perhaps the Queen's sorrow was justified. Ah, my apologies.
lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised, your reward. A secret rite known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Und wir kriegen die göttliche Festigung des Fürsten. Well, what is it? Well, so, und das war's nämlich jetzt. Das war's. Damit wären wir auch hier in dem Bereich durch. Hier hinten dürfte es eigentlich sonst nichts mehr geben. Wir könnten natürlich dementsprechend noch etwas kaufen, wenn wir das möchten. Und ich meine, wir sind jetzt halt durch, ne? Wir sind im Großen und Ganzen sind wir jetzt durch. Es gibt jetzt nur noch eine Sache für uns zu tun, deswegen... Ja, müssen wir mal gucken. Heldenausrüstung erhalten, da ist sie. Wir kriegen natürlich den Flügelhelm und viele andere schöne Sachen. Ein geflügelter Helm aus reinem Gold, stammt von Millennia, Miquellas Klinge. Mein Bruder wird sein Wort halten, denn er besitzt die Weisheit und die Anziehungskraft eines Gottes. Er ist wahrlich der mächtigste unter den Himmlischen. Haben wir noch den königlichen Ritterhelm? Das hat Loretta getragen, das Schöne. Ne? Loretta, früher eine königliche Ritterin Karias, begab sich auf eine lange Reise, um eine Zuflucht für die Albinaurix zu suchen. Sie war überzeugt, der Harlekbaum wäre ihre beste Chance auf eine lang ersehnte Erlösung. Irgendeinen Bonus haben wir natürlich dadurch nicht. Aber die Rüstungen sehen halt, ne, wie wir uns das schon angucken können, sehr, sehr edel aus und sehr hübsch aus. Also das hat schon sehr viel Style. Dann durch das Echo bekommen wir natürlich einmal das Katana. Es ist schon sehr cool. Hans der Kraniche, weiß ich nicht, ob es dasselbe ist, was sie machen kann, führt eine Reihe von einbeiniger Sprünge für eine schnelle und elegante Schnittkombo aus. Und wir haben natürlich einmal die scharlachrote Blüte. Er schafft eine riesige Blume, die explodiert und Scharlachfäule freisetzt. Ja. So ist es. 35 Glauben. Ach du Jemine. Eigentlich hatte ich schon Lust auf beides, aber wir sehen schon, wir brauchen halt für das Katana 48 Geschicklichkeit. Junge, Junge. Dann hat es natürlich keine Skalierung. Das ist etwas für andere Leute. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns die Blüte. Ja, so sollten wir es machen. Und jetzt müsste es eigentlich losgehen, aber so schnell geht es natürlich noch nicht los. Wir müssen mal eben kurz gucken, wo ist denn eigentlich unser Bock? Irgendwo hatten wir doch den Bock. Nomadischer Händler, alte Fingerleserin, den hatten wir doch zuletzt in der City, oder? No, da ist Bock der näher. Dann unterhalten wir uns doch mal eben kurz mit ihm, ob wir mit ihm den Schritt gehen können, fertig zu werden. Wenn er schon so nett ist und hier ist. Bock, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Über besondere Gewänder. Master, my apologies. Your wardrobe includes the garb of the old demigods. And I'm afraid I can't make adjustments to them. My mum told me once that a royal seamster would do them up in a jiffy. Just wait, master. Before long, I'll be that good too. Und somit können wir ihm die goldene Nähnadel überreichen, die wir ja bekommen haben. Is that a gift for my undeserving self? Thank you kindly. But what on earth could it... Oh, amazing. I've never seen a golden needle. Not in all my life. With a spectacular royal crest to boot. Are you certain that this is for me? Oh, I can hardly believe it. Have faith in me, master. I'll polish my craft enough that I deserve this golden gift. I'll be the golden seamster, Bock.
Now I'll be able to sew anything. Even the threads of the demigods. Do you think that Mum would be pleased if she knew that I'm as good as any royal seamstress now? Oh, it's still not enough. I need to learn how to sew from scratch like her. Master, have you ever wished you might be born again? Well, they say that Renala of Rhea Lucaria has the power to help people be reborn. Oh, me? Reborn? Oh, look at me. When you're this ugly, well, being reborn, it would hardly make a difference, I'm afraid. Master, may I ask you something? Would you mind if I called you Lord? I heard that you and the other Tarnished seek the throne of the Elden Lord. Well, I know that you will be the one, and you'd make just the manner of kind-hearted Lord that I'd wish for. So please, if you would, allow me to call you Lord. You don't say. Thank you. Thank you. My lord. My lord. My lord. Please become Elden Lord. And please let I, Bok the Seamster, remain at your side. Damit bekommen wir natürlich mein Fürst eine Geste. Viel wichtiger ist eigentlich, dass er uns gebeten hat, weil er ja über Rhea Lucaria mit uns geredet hat, wiedergeboren zu werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder den Bok Neider für immer und ewig werden zu lassen oder sein zu lassen oder ihm eine Larventräne zu überreichen. Und das werden wir auch tun, einfach aus ethischen und moralischen Sachen. Er darf werden, was er möchte. My Lord, what's this? Oh, it can't be. From my rebirth. But these are precious. Are you certain that it's for me? Oh, my lord. How did you know? It was my only wish that I might honor you with a decent appearance. My lord, it shouldn't take me long. I'm off to see Renala of Rhea Lucaria. I'll be reborn, fresh and new. My lord, I'm off. I'll be reborn. Going all play. So, so viel dazu. Dann werden wir eben kurz einmal rasten. Und dann sollte er sich auch auf den Weg gemacht haben. Das heißt, für uns ist natürlich klar, wir wissen, wo er hin will, in die große Bibliothek. Wo sich auch die Zauberin Sellen in ein wunderschönes Scheusal verwandelt hat. Und hier irgendwo müsste, meine ich, er doch jetzt sein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Irgendwo hier müsste er sein. Ich weiß zwar nicht wo, doch, da ist er. Wir können nichts mit ihm machen. Okay, das ist natürlich interessant. Er hat zwar die Neuerscheinung, aber mehr ist es dann auch eigentlich nicht. Is it thy will? Be not, I would burn. Okay, wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch irgendein Gesprächsthema oder so. Aber es kann ja auch sein, wenn er jetzt... Was ist denn jetzt? Schläft er? Hat er es doch nicht geschafft? Oh je. Haben wir ihn jetzt getötet aus Versehen? Oder was versucht er? Ich meine, er wurde ja wiedergeboren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war es doch vielleicht eine falsche Entscheidung. Entscheidung aber, nun gut, so ist es. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Lass mich eben nachdenken.
Wir haben noch alte Sachen offen. Und zwar haben wir Schabribibribri, haben wir fertig. Wir haben natürlich noch den Assassinen da oben. Achso, genau, ich kann mir vorstellen, wo es ist. Inventar, und zwar unter Benutzung, oder? Ist die Goldnadel. Oder auch nicht? Na, doch, da ist er. Miquellas Nadel unterdrückt eine einst akzeptierte rasende Flamme. Eine der reinen Goldnadeln, die Miquella zum Schutz gegen die Einmischung fremder Gottheiten erschuf. Sie ist in der Lage, die rasende Flamme zu unterdrücken, sofern sie vererbt wurde, und macht es möglich, das Schicksal zu überlisten, um nicht zum Fürsten der rasenden Flamme zu werden. Diese Nadel ist jedoch unvollendet und kann nur im Herzen eines Sturms jenseits der Zeit verwendet werden, der in Farum Azula zu finden sein soll. Ja, Farum Azula. Ich denke mal, da wird es so und so Zeit, dass wir uns so auf den Weg machen. Was wir jetzt noch machen könnten, weil es ja echt lange her ist, wir könnten jetzt nochmal in die Gefäßburg gehen. Da können wir natürlich jetzt nochmal hingehen. Denn hier waren wir lange nicht mehr. Hier waren wir lange nicht mehr. Da haben wir ihn. Er dürfte eigentlich nichts Neues haben, oder? Dialis's smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Dann gucken wir mal, ob Dialis immer noch da unten sitzt und in aller Ruhe sein Schwätzchen hält, weil das hat, meine ich, auch noch eine Wende. A fool I may be. Do you pity me? Well, don't. Okay, nee, hier gibt es noch nichts Neues. Okay. Soweit, so gut. Das heißt, das haben wir noch nicht abgeschlossen, aber ich habe es auf dem Schirm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was mit dem Bock los ist, außer dass er halt wiedergeboren wären. Ja. Wollte. Nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, aber so ist es halt. Nachdem wir jetzt diese ganzen Strapazen hinter uns gebracht haben, ich glaube, mit dem Weisen, wir könnten da nochmal hin. Wir müssen mal gucken, vielleicht ergibt sich dadurch jetzt etwas anderes, dass wir jetzt natürlich Melania auf dem Gewissen haben. Hinter am Herzen, da wollte ich eigentlich nicht hin. Eben kurz noch einmal rüber. Und dann könnten wir uns auf den Weg machen, die Geschichte weiter fortsetzen. Weil ich wüsste jetzt nicht, was noch übrig bleibt, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal. Sonst muss ich mir natürlich noch ein paar Notizen machen. Aber ich glaube, wir sind bei allem ziemlich gut durchgekommen. Wir können jetzt nochmal gucken, ob er irgendwas zu sagen hat, weil jetzt sind ja beide letztendlich gegangen und ja. Immer noch ein Charme? Millicent, Melania, do you detest us so utterly? Also haben wir hier auch keinen weiteren Schritt. Dann gibt es ja nur noch diesen einen Schritt, den wir eigentlich wagen können. Die anderen müssten wir, hoffe ich, komplett haben. Denn jetzt verändern wir die Welt. Ja, das tun wir. Schmiede der Riesen. Also sollte ich jetzt an der Stelle was vergessen haben, dann möchte ich mich an der Stelle schon mal dafür entschuldigen. Aber ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir so weit sein können, sag ich mal. Also von daher passt das schon. Are you ready to commit a cardinal sin? Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, wenn wir infiziert sind von der rasenden Flamme, dann können wir das jetzt hier beeinflussen. Diese Cutscene, die kommt. Wir werden uns auf ihre Seite stellen, aber, weil es ihr Wunsch ist halt nun mal. Ich denke mal, die Geschichte wird so ganz normal erzählt und wir möchten ja eh schon ein besonderes Ende haben, wofür wir uns schon relativ schnell entschieden haben.
Wir sind bereit. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. So traurig. Kommt es euch bekannt vor? Aber es war ihr Wunsch. Es war ihr Wunsch. Und somit sind wir, man könnte sagen, fast im letzten Gebiet, soweit ich mit Zauber in Kenntnis gesetzt worden bin. In der Stadt der Drachen. Ein Schmiedestein 8. Immerhin. Ringversuch. Ah ja. Wohin ist dann wiederum die Frage? Das macht nämlich keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Hier können wir, denke ich, mal springen versuchen. Aber schön Vorsicht letztendlich. Und nicht zu hastig. Goldene Rune 9. Eine Wahnsinns-Location, erinnert mich so gut eigentlich an Dark Souls 3, als wir dann zu den Drachen gekommen sind. Wunderschön und erschreckend zugleich. Ja, lassen wir uns überraschen, oder? Dieser Wirbelsturm. Verfallendes Pharum Azula.
Sieht schon sehr gut aus. Sieht schon sehr gut aus. Ich denke mal, es wird sehr anstrengend. Ist wirklich ein High-End-Gebiet, gehe ich mal stark davon aus. Deswegen, wir sollten uns in Acht nehmen. Wir kennen die netten Kollegen hier, denke ich mal schon. Wir müssen mal gucken, wie gut wir mit denen klarkommen. Oh, immer ein schöner Treffer. Ja, wir schaffen sie nicht ganz reinzukriegen. Und natürlich, wie soll es anders sein? Sind sie natürlich auch fleißig am Zappeln. Das sollten wir vielleicht irgendwie ansatzweise ein wenig ändern. Die Frage ist natürlich, wie? Wir haben nichts, was wir ändern können. Wir sind eigentlich schon so gut wie an maximaler Stärke angekommen. Ich glaube, den Rest brauchen wir eh nicht. Schön gut aufpassen. Wenn die uns treffen, tut's richtig. Ja, das sieht dagegen schon richtig gut aus. Ich denke mal, FP-mäßig geht das ganz gut klar. Angriff versuchen. Wie du wünschst. Und wir sehen keine versteckte Wand. Nun gut. Ja, wir sollten uns in Acht nehmen. Wir sollten uns in Acht nehmen. Hier sind einige draufgegangen und wir wären nur einer davon, die hier noch ihr Leben lassen werden. Oh, da sehen wir schon den nächsten. Soweit so gut erstmal. Ich denke mal, bis zum ersten Leuchtfeuer werden wir auf jeden Fall gehen. Dann können wir uns noch in aller Ruhe umgucken. Eine blitzsichere Trockenleber. Was wünscht man sich mehr in so einem Gebiet? Vielleicht ein wenig Erholung. Ah, das ist gut. So viel zum Thema Erholung. Das soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. War eine Menge Geschichte. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir nichts vergessen haben. Wenn ja, werden wir es noch feststellen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch was zu tun. Aber das und vieles mehr dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zugucken an der Stelle. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.